Nun geht auch diese Vorweihnachtswoche tatsächlich zu Ende. Es ist Freitag und Verfallstag und dementsprechend noch mal einmal spannend. Viel Volumen wird wohl zu erwarten sein für den heutigen Tag. Wir müssen damit rechnen, dass eben viele Kontrakte eben auslaufen und deshalb eine besondere Marktaktivität noch mal stattfindet. Aktuell, wenn ich hier so ein bisschen mal auf den Markt gucke, da muss ich sagen, ist das noch einigermaßen überschaubar. Es geht eigentlich ja, so ganz leicht. Ich muss es so rum zeigen oder ich kann mal versuchen, dass man das hier so ein bisschen sehen kann. Wir sehen, dass wir hier leicht hängen sind, aber so richtig Vortrieb ist nicht da. Das ist jetzt in dem Fall hier unten der S&P 500 im 15-Minuten-Chart. Wir sehen, da ist noch nicht wirklich eine Entscheidung gefällt, aber wir sehen, dass die schwache Seite, also die Abwärtsseite, sehr schwach ist. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass da nachher noch ein bisschen was geht. Deshalb ist meine Tendenz eher auf der Long-Seite, aber wie immer auch dort, immer nur, wenn das wirklich auch getriggert wird. Also ich möchte sehen, dass der Markt auch wirklich die Bewegung nach oben dann angeht. Also nicht einfach nur mal so versuchen, sondern so ein letztes Zwischenhoch beispielsweise könnte da schon sehr hilfreich sein. Beim DAX, das haben wir hier oben im Bild, sehen wir das. Das ist hier eine schöne Aufwärtsbewegung. Das ist, sagen wir mal vorsichtshalber, der gute Teil. Jetzt kommt der Kurs so ein bisschen runter und da werden wir noch mal gucken müssen, ob das diese Dreiwelligkeit bekommt, dieses A, B, C. Das seinerseits wäre nämlich wieder sehr förderlich, würde nämlich zeigen, dass die Abwärtsbewegung eher dezent ist. Punkt 2, dass wir einen Zwischenhoch haben, aus dem Ausbruch daraus der Markt eben ja dann entsprechend beste Situation hat, dann eine Long-Position dann entsprechend zu triggern. Wir haben also sehr, sehr viele Möglichkeiten, was es da noch gibt. Aber noch ist es da zu früh. Das kann sich heute noch ändern, denn wir haben heute um 14.30 Uhr, ich sehe das hier so auf dem einen Auge, das erkläre ich ganz kurz, Bruttoinlandsprodukt aus Amerika, 14.30 Uhr. Also da gibt es mit Sicherheit was Gewackeliges, insbesondere wenn es eine Abweichung gibt. Erwartet wird aber unverändert 2,1 für das dritte Quartal. Aber falls es eine Abweichung gäbe, falls irgendwie eine Revision da stattfände, dann kann das natürlich durchaus ein bisschen mehr Bewegung geben. 16 Uhr ist nochmal spannend. Also es gibt mehr Daten um 14.30 Uhr. Da kann man mal drauf gucken, auch nochmal Konsumausgaben, sowas in der Richtung. Also 14.30 Uhr sollte man auf dem Plan haben. 16 Uhr ebenfalls, denn da ist Consumer Sentiment. Michigan, und insofern, ich gucke selber nochmal drauf. Zuletzt waren es für Dezember 88,9 und bei den Konsumentenerwartungen und die Prognose ist 89,7 beispielsweise. Und noch wichtiger ist das Verbrauchervertrauen, denke ich mal. Und jetzt habe ich es mir gerade hier verhauen, weil ich auf den falschen Knopf gehauen habe. Also, dann haben wir noch das Verbrauchervertrauen, 99,2 unverändert allerdings die Erwartungshaltung. Also insofern um 16 Uhr, wenn es Abweichungen gibt, auf jeden Fall nochmal eine Menge Schwung möglich. Natürlich ebenfalls durch den Verfall, wir dürfen das nicht vergessen, wenn erstmal die ganzen Kontrakte abgewickelt sind, beziehungsweise naja, die Positionen dann sozusagen rausgedrückt wurden, dann ist die nächste Frage, wie geht das Ganze? Und da habe ich ja schon angedeutet, die Chancen sind wohl eher nach oben. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie eher im Feiertagsmodus sind, das heißt nächste Woche gar nicht mit dabei sind. Dann wünsche ich Ihnen nicht nur ein schönes vierte Adventwochenende, sondern auch gleichzeitig frohe Weihnachten. Wenn Sie sagen, haha, ich bin doch da, lasst uns auf den Markt gucken, dann sollten wir uns nächste Woche wiedersehen. Nämlich am Montag, da werden wir natürlich auch ein Video machen. Und noch ein kleines Schmankerl nebenher, wer Spaß hat an den Märkten, mehr Informationen noch will, noch mehr auch vielleicht einigermaßen in Realtime informiert werden will, was wir so auf dem Plan haben, worauf wir gucken, aber auch ein paar Ideen, an welchen Stellen, warum wir etwas machen und mit welchen Hilfsmitteln, der ist mit Trading to go gut aufgestellt, also hier mal schauen, einfach anmelden, es kostet nichts, dank unserem Sponsorpartner ATFX. Haben Sie die Möglichkeit, hier nochmal zuzugreifen und dann das hier für die nächsten Monate sogar kostenfrei mitnehmen zu können. Vielleicht eine gute Vorbereitung, gerade über die Feiertage, denn wir werden vieles an Know-how dann in dieser Zeit eben auch nochmal bringen. Sozusagen ein kleiner Kurs aufs Smartphone, wenn man so will. So, in diesem Sinne, alles Gute, ein wunderschönes Wochenende, frohe Weihnachten für die, die ich nicht mehr sehe. Bis bald.